Wo siehst du Algo im Buran? Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich lasse mich da komplett überraschen von. Wie gesagt, es gibt einige Coins, die habe ich spekulativ eingekauft und es gibt einige Coins, da juckt mich das auch nicht, wenn wir keinen neuen All-Time-High setzen und wenn ich die über mehrere Jahre halten soll. Algo ist einer dieser Projekte. Das sind einfach so Dinger, wo ich der Meinung bin, die werden die nächsten Jahre einfach überleben, wo sehr, sehr viele verschiedene Projekte einfach wegsterben werden und aufgrund von neuen Regulatorien wahrscheinlich gar nicht mehr existieren dürfen. Nach gesetzlichen Ansichten auch oder nach gesetzlichen Normen. Ich meine hier das hier, guck dir das mal an. Das sind hier verschiedenste Transaktionen, wo 1 Million US-Dollar in Stablecoins transferiert werden und die Gebühren dafür. Schau dir das mal an. Kleine Bruder von XRP, Stellar mit XLM, verbraucht, um 1 Million Dollar zu transferieren, Gebühren von 0,00001 Dollar. Solana, eins der günstigsten Blockchains, ist wesentlich teurer. Gefolgt von Celo, Polygon, wie ihr sehen könnt, Avalanche, Base und Optimism. Schaut euch das mal an. Darum ist XRP, XLM, HBAR und all diese Protokolle, sei es Algorand, die ich erwähne, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Dann kommen viele mit der Skalierbarkeit, sagen, ja, Solana schafft viel mehr Skalierung, ist viel skalierbarer als Algorand zum Beispiel, schafft mehr Transaktionen pro Sekunde. Real-Time-Swaps zersägt Algorand alles, was ihr da seht. Alles. Wird aber nicht erwähnt. Warum? Der Hype ist dort, weil Venture-Kapitalisten bei Solana drin sind. Und man darf sich nicht täuschen lassen davon. Solana wird aufrechterhalten, weil Validatoren letztendlich geschmiert werden von Solana Foundation. Die minten monatlich fast 100 Millionen Dollar an Solana, an Sol raus und geben das den Validatoren, damit sie ein Incentive haben, weiter zu validieren. Weil einfach die Gebühren nicht ausreichend sind, um das Netzwerk aufrechtzuerhalten. Da sehe ich halt sehr, sehr viele Probleme in Zukunft. Ne? Klar, in so einem Bull Run können Venture-Kapitalisten das Ding hochpumpen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass FTX einen riesen Stack noch an Solana hat, die eventuell verkauft werden, um die Kunden auszahlen zu können. Ne? All diese ganzen Geschichten. Es gibt halt einige Probleme da und ich bin der Meinung, das können sie zwar lösen, aber dann müssen sie die Burn Rate wesentlich erhöhen, damit die Inflation, die sie raushauen von 100 Millionen Dollar pro Monat an Soul-Token, damit die Validatoren halt diesen Incentive haben, da müssen sie einfach die Burn-Rate so weit hochreißen, dass das irgendwie ausgeglichen wird. Und ich sehe langfristig einfach ein riesen Problem da drin. Entweder müssen sie die Gebühren anheben, dass die Validatoren normal daran verdienen können, oder sie müssen die Burn-Rate unnormal nach oben bewegen, wenn sie weiterhin so verfahren wie jetzt. Aber ich bin der Meinung, wenn sie eine Mischung zwischen beiden machen, dass sie die Gebühren erhöhen, aber auch die Burnrate leichter nach oben setzen und letztendlich die ganzen Validatoren nicht mehr schmieren, damit sie weitermachen, dann kann das Ding wirklich überleben, wenn er nicht in einem Bullrun anfängt, monatlich über mehrere Stunden abzuschmieren. Aber ja, und dann fragen sich viele, oh, du hatest so gegen Solana. Ich hate nicht. Das sind einfach nur Fakten. Das sind einfach nur Fakten, die ich mitteile. Und wenn jemand wirklich so hirnverbrannt ist, dass er das als Hate sieht und sagt, oh, der hatet den Coin, wo ich rein investiert habe und verliebt ist in ein Projekt, ohne Kritik aufnehmen zu können, die ihn eventuell in Zukunft retten wird vor einem Riesendump, der hat es nicht verstanden. Der braucht auch die Videos dann sich nicht anzugucken. Weißt du? Ich verstehe diese Menschen manchmal nicht. Aber ja, mehr als das kann ich ja nicht tun. Ich kann ja nicht mehr als warnen und zeigen, mein Wissen mit den Menschen teilen, die so skeptisch dagegen übergestimmt sind. Ne? Caro, warum pumpen die Altcoins gerade? Ganz einfach, Bitcoin fällt, Altcoins steigen. Es ist immer wieder das Gleiche. Geld fließt von Bitcoin in die Altcoins. Simple und einfache Geschichte. Mehr ist das nicht. Nicht philosophieren, nicht glauben, hätte, würde, was ist der Grund, wo sind die News? Es ist ganz, ganz normal. Vor 3-4 Tagen waren die noch am Dumpen, da hat sich keiner gefragt, was los ist. Jetzt steigen sie, jetzt fragen sich alle, warum? Jetzt suchen sie alle nach News. Heute steigen sie, morgen fallen sie, heute steigen sie, morgen fallen sie. Ist eine ganz, ganz normale Geschichte. Man muss sich keinen Grund suchen. Oder willst du jetzt jeden einzelnen Coin, XRP, ADA, XLM, Maker, AKT, Ethereum Classic, LeaderDAO, Doge, FT, such jetzt mal bei allen 100 nach irgendwelchen News und guck mal, ob du was Positives findest zu jedem. Gut, das Tau fällt, das habe ich jetzt gerade im Stream gehört, dass es da irgendwie leichte Probleme gab mit dem Auscashen bei BitGet. Muss man sich aber mal angucken und sehen, was da wirklich hintersteckt. Es hört sich aber auch nach irgendwas Temporärem an.
Klar sind dann alle in Panik und verkaufen dann, typisches Retailer-Verhalten. Aber macht euch klar, wir sind in einem Bullrun. Volatilitäten sind normal. Volatilitäten im Januar sind noch normaler. Volatilitäten in der Nähe des Halvings sind sogar noch normaler. Also macht euch da nicht wild. Easy, einfach easy, entspannt bleiben und alles ist gut. Ihr müsst nicht jeden Grund wissen für jeden Anstieg. Es hat keine Gründe. Es sind einfach Wale und Retailer in Massen, die das pumpen und dumpen. Mehr ist das nicht. Einfach, simpel, schlicht und ergreifend, meine Lieben. Macht euch da nicht immer so wild, für die, die neu sind. Macht euch nicht so viel Kopf. Es ist eine ganz, ganz normale Geschichte.